Heidi, ho meine Amigas und herzlich willkommen zu Master Builders Part 9 sollte das sein? Ich glaube schon, 9. Ja, müsste 9 sein. Ja, ist 9. Und zwar sind wir hier beim Salver gelandet. Der Salver, ihr kennt diesen Admin auf meinem Server und der hat alleine als Weltwunder die Golden Gate Bridge gebaut. Und die Golden Gate Bridge hat so viele Strukturen, dass sie nicht mal ordentlich ladet. Man muss jetzt echt ran und uns Zeit lassen, weil es ist einfach sehr viel. Die Golden Gate Bridge geht bis ans andere Ende. Die geht bis darüber, von dieser Insel bis darüber. Wir sind hier und vielleicht wisst ihr noch, wo wir auf dem Cloud-Server gespielt haben, da habe ich auch eine Brücke gebaut. Aber die ist noch eine Nummer heftiger. Also wir gehen ganz schön gemütlich voran und können ein bisschen darüber quatschen, was er gerade gebaut hat. Die Golden Gate Bridge inklusive Straßenmarkierung, inklusive Laternen, inklusive Gehsteig, inklusive die komischen Dinger, wo die Brücke nach oben gespannt ist. Das Ganze auch mit diesen Seilen und Wahnsinn, was der Salver da geleistet hat. Es ist ein richtig geiles Bauwerk, muss man echt sagen. Es ist ein geiles Bauwerk. Die Golden Gate Bridge ist am Start, Leute, und er hat sie wirklich, wirklich geil gebaut. Da kann man nichts sagen, da kann man nicht kritisieren. Es ist einfach die Golden Gate Bridge. Es ist so. Auch mit diesen Feldern, er hat es original nachgebaut. Ich finde es einfach so schön. Klar ist schade, man kann da nicht laufen, weil es ist einfach, ja, laggy as hell. Es ist einfach so, weil wenn man jetzt zurückschaut, da hinten fallen die Strukturen schon wieder weg, bevor sie da vorne alle geladen haben. Das hält die PlayStation nicht stand. Das ist einfach zu viel. Aber die Brücke geht bis ganz rüber, hat insgesamt 3 von diesen Aufbauten, also von diesen Dingen, wo wir jetzt gerade durchfliegen. 3 Stück. So lang ist die Brücke, da vorne kommt das nächste. Hier die Seile gespannt, ihr seht's. Wir können uns kurz die Seile anschauen, vielleicht ladet es dann ein bisschen da hinten. Es ist wirklich cool gebaut. Schön eingefärbt, viel Liebe steckt drin. Ja, ich sage das oft, aber es ist einfach so. Es steckt viel Liebe drin. Es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Wird wieder ein kürzeres Video? Ja. Aber wir machen jetzt Nacht und ziehen in der Nacht weiter, weil es sieht in der Nacht auch geil aus. Und zwar, ihr seht, mit den Straßenlaternen, es kommt einfach gut. Es kommt einfach wirklich, wirklich sehr gut. Schön dezent beleuchtet. Mit diesen Tech-Lichtern, nicht Tech-Lichtern, mit diesen Scheinwerfern. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen durch. Wir sind bei Gebäude 9, da wisst ihr, was ich schon alles aufgenommen habe. Und ja, ne? Aber ich wollte das unbedingt, wie schon erwähnt, in eigene Videos festhalten, dass jeder, der bei Master Builder dabei war, sein Bauwerk und mir die GPS-Koordinaten geschickt hat, auch sein Werk verewigt hat. Und deshalb eigene Videos. Okay, jetzt komm, bau die letzte Stütze noch auf, zeig's uns. Wir wollen es sehen. Wir wollen durchspazieren. Wir wollen einmal über die Golden Gate Bridge gehen. Auch wenn es noch so ruckelt und zuckelt und leckt und ne? Aber jetzt hat er gleich die letzten Strukturen vor sich. Weil jetzt hat er die Hauptding oben praktisch aufgebaut und jetzt ist nur noch ein bisschen Brücke. Das schafft er. Das schafft er. Er hat das Ganze so gebaut mit Streifenfundamenten am Meeresgrund. Dann braucht man nämlich auch keine Pillars die ganze Zeit. Was geht gut, ist viel, viel Arbeit. Auch in Admin-Mode sehr viel Arbeit. Und Kraftarbeit, sagen wir so. Unter Meer zu arbeiten, dann kommt ja wieder ein Stein entgegen und du... Ihr wisst, Ghost unter Meer geht nicht gut, also unter Wasser. Und das dann zu machen, erfordert viele, viele Nerven. So, wir sind langsam am Ende angekommen. Entschuldigung, Stimme. Wir sind ganz langsam am Ende angekommen. Ihr merkt aber, wie lang das Ding ist, ne? Ihr merkt, wie lang das Ding ist, wenn wir da zurückschauen. Baut schon wieder ab. Es baut schon wieder ab. Also das ist einfach nur krass. Also sie geht bis hier rüber. Und ich finde sie mega nice. Schade, dass die Struktur nicht weiterladen, dass man nicht das gesamte Teil sieht. Das wäre natürlich mega nice. Einmal die komplette Golden Gate Bridge vom Salver zu sehen. Das wäre natürlich cool. Aber such's dir aus, such's dir aus. Ihr seht unten die Fundamente so ein bisschen im Wasser. Genial.
genial, top gebaut. Einfach der Hammer. Wir schauen aber noch vielleicht eine gute Aufnahme zusammenbekommen. Aber das wird natürlich schwierig, weil zwei so Dinger werden wir nicht draufbringen, ne? Ich glaube, wenn wir weiter weggehen, wird schon wieder verschwinden. Es ist sehr schwierig, solche Sachen aufzunehmen. Das kann ich auch sagen, weil einfach, ja, Alk nicht mitspielt. Alk sagt nur, nö, mach ich nicht. Und du kannst nur sagen, okay, Alk, schade, aber was soll's. Ist halt so, ne? Ja, noch sind die Strukturen da. Ich glaube, das ist das größte Entfernung, was wir zusammenbringen. Also mit diesem Bild im Hintergrund will ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank an Salva für das geile Bauwerk. Lasst gerne ein Like für Salva da. Und ich wünsche euch immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Euer Sari. Ciao, ciao.